Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ihr einen ganz einfachen und trotzdem saftigen Zitronenkuchen backt. Für unseren Zitronenkuchen brauchen wir 350 Gramm Mehl, 350 Gramm Zucker, 350 Gramm Butter, 6 Eier, die Schale von 2 Zitronen, ein Päckchen Vanillezucker und 2 Teelöffel Backpulver. Als erstes werden Eier und Zucker schön cremig aufgeschlagen. Jetzt rühren wir noch die restlichen Zutaten ein und dann kommt das Ganze auch schon in unsere Form. Unser Kuchen ist jetzt soweit fertig, der kommt jetzt nur noch in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für ungefähr 20 bis 25 Minuten. So, unser Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Jetzt kommt noch ein Zitronenguss drauf, dafür brauchen wir 200 Gramm Puderzucker und den Saft von 3 Zitronen. Das vermengen wir und geben es dann auf den noch warmen Kuchen. So, und fertig ist unser schön saftiger Zitronenkuchen, der für jeden Anlass einfach schnell gebacken ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr Videowünsche habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Tschüss!